Twitch. Das kann ja noch was mit uns zu tun haben, oder? Ich finde ja auch. Guten Abend da draußen. Guten Abend auf Twitch, guten Abend auf YouTube. Die Aufzeichnungen nachher sehen. Ich würde immer empfehlen, guckt's live. Interagiert mit uns und das starten wir auch genau so rein mit der Interaktion mit uns, weil wir haben ein sehr schönes Feedback bekommen auf eine Sendung. Ich weiß nicht mehr genau auf welche. War es die Naturwesensendung? Geht es um die Naturwesensendung? Ja, genau, es war die Naturwesensendung. Und ja. Du hast mir, nee, das war es nicht, du hast mir... Sie hat den Brief inzwischen auch in die Talmühlenrunde gestellt. Ja. Musste jetzt doppelt drin sein. Nee, kannst nicht. Du das so Nein, lesen ich, oder soll ich das ja, vorlesen? Ja, sonst liest du. Ist es zu klein? Oder ist, nee, ich kann schon, wenn ich so... Ja, dann los. Liebe also es ist eine Reaktion auf die, ganz kurz zur Geschichte, in der Sendung der Naturwesen war das Thema, was sagen die Anthroposophen dazu? Nein, oder die Anthroposophen sagen... Dieses Heft, das die rausgegeben... hilf mir auf die Sprünge. Ja, eine Gruppe Anthroposophen hat Hefte rausgegeben dazu, auch unter dem Thema Naturwesen. Und da steht ja drin, dass die Naturwesen mit einem nicht kommunizieren, wenn man das will. Ach so, dass die... Ah, ja genau, dass die da widerspenstig wären. Und wir haben behauptet, sie müssen... Ich sage, sie tun's. Wir wollen es und sie tun es. Okay, und darauf haben wir eine Reaktion bekommen, wie ist diese Gruppe, okay. Liebe, nicht geht nicht um die Gruppe, es geht generell um die Anthroposophen. Nein, wir kannten diese Hälfte nicht, genau, es geht um diese, Ich antworte mal wegen der Anthroposophen. Das wird etwas länger. Ich war 13 Jahre auf der Waldorfschule und meine Großmutter und mein Vater sahen sich... Guck mal, schieb dir das hier, dann sieht das so aus, als würdest du in die Kamera gucken. Ja, genau. Genau. sahen sich als richtige Anthroposophen. Jetzt bin ich 61 und kann mir immer noch nicht merken, wie man das schreibt. Naja gut, wo das H hinkommt. Ach so, die Anthroposophen, ja. Ja, ja. Also meine Großmutter erzählte einst, dass Rudolf Steiner vor einem Vortrag sich den Schuh zuband und zu meiner Großmutter sagte... Ich bitte Sie inständig, niemandem zu erzählen, wie ich das mache, sonst bindet ab morgen die gesamte anthroposophische Gesellschaft sich auch so die Schuhe zu. So viel zu dem, was Steiner sagt und was die Menschen daraus machen. Ja? Dann hat mein Vater immer behauptet, Tiere mögen es nicht, wenn ein Mensch ihnen in die Augen schaut. Da klang für mich immer eine gewisse Arroganz im Sinne Krone der Schöpfung mit. Ich habe damit bei keinem Tier ein Problem. Es gibt so viele Geschichten erzählen, zum Beispiel unter den Hunden, um diese Geschichten zu vernehmen, im Sinne von spüren, muss ich ihnen aber in die Augen sehen. Meine Großmutter sprach vollkommen selbstverständlich oft von Gnomen, Elfen und Zwergen und sie hatte ihr persönliches Gnömchen. Für uns Kinder hatte sie sogar eine Figur, welches ihr immer wieder Sachen stibitzte. Dieses Gnömchen gehörte ganz selbstverständlich zu ihrem Leben, ohne dass sie da großes Gewese drum gemacht hätte. Das, was ihr in der Sendung zu den Flensburger Heften gesagt habt, aus dem Chat, das klingt ganz nach der Art meines Vaters und seine Arroganz. Mit meinem Vater würde kein Naturwesen reden wollen, denn entweder hätte er es gar nicht gehört oder als Einbildung abgetan. Christa, ich sehe das wie du, wenn ich das unbedingt will, mit einer gewissen Gier dahinter zum Angeben oder fürs Ego, warum sollten die Wesen mit uns reden? Das ist meinem Gefühl nach so ähnlich wie die Jagd nach Autogrammen. Fällt mir gerade so dabei ein. Und das stimmt, dann stimmt der Energiefluss nicht. Ich kann das nicht besser in Worte fassen, ich bin mir aber sicher, du verstehst, wie ich das meine. Ja. So, dann hättest du noch eine. Hast du die Geschichte per PN bekommen über den Lustbaum? Ja. Steht tatsächlich in der Telegram-Runde. Nein, hier steht doch was. Ich kann doch von meinem uralten Nussbaum erzählen, wenn dich die Geschichte interessiert, schreib mich doch. Habe ich noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht gemacht, aber mache ich sicher. Ja. Gut, du hast die Talmühlenrunde erwähnt. Was ist die Talmühlenrunde? Die Talmühlenrunde ist unser Austauschkanal im Telegram. Es gibt also einmal da, das ist mein Alter, das hat schon mal zu Irritationen geführt, weil da Simon Velo steht, hin und her, bla bla.
Das ist mein alter Kanal. Es ging einfach nur um Faulheit. Ich bin ein fauler Mensch und effektiv. Ich denke effektiv und habe einfach diesen Kanal umbenannt. Und die Talmühlenrunde, die kann man tatsächlich so ganz gut erreichen und kann da halt mit uns immer im Austausch sein. Kann man über diese Telegram-Gruppe. Ist alles verlinkt auf der Homepage. KW Kalenderwoche 43, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Du weißt es nie? Nee. Mein Telefon ist nicht hier. Ich werde es, also ich, warte, ich habe es ja heute, welches Video habe ich heute rein? Also ich glaube, nee, es ist dann 44, oder? Es ist KW, nee, es ist KW 43. KW ja, 43. Warum musst du das wissen? Weil dann die Menschen bei YouTube wissen, in welchem Datum wir uns gerade befinden. Ach so. Kalenderwoche 43, 2022. Ja. Man muss das ja auch irgendwie ins aktuelle Geschehen einordnen können, was wir da so machen. Ne? Mhm. Guck mal, Barbara weiß Bescheid, ist KW 44. Mhm. Was hast du erlebt die Woche? Du wolltest ein bisschen was erzählen. Wir haben eigentlich viel Material vor heute, glaube ich. Ja. Möchtest du beginnen? Ja, also ich, erstmal hatte ich am, Entschuldigung. Am Montag zum Fest der Ahnen eine Einladung hier in Thüringen, im Thüringer Wald, bei Bekannten. Das ist eine große, relativ große Gruppe von Menschen, die sich zu Corona-Zeiten öfter getroffen haben. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil jeder wahrscheinlich genug zu tun hat. Aber ja, wir haben uns wieder getroffen. Das fand ich sehr, sehr schön. War ein sehr schöner Abend. Und was mir sehr gefallen hat, war, dass die wirklich dieses Fest der Ahnen zelebriert haben und wie sie das gemacht haben. Also sie haben zum Beispiel, da kam eine Dame an, die hatte lauter so Päckchen in Papier Süßigkeiten eingepackt, also Papier drum und Schleifchen drum, was aus so einem papierähnlichen Stoff. Oder Material. Nee, ja, klein. Okay. Klein, oh, ja. Und gab für jeden Teilnehmer, der bekam dort so ein Süßigkeitenpäckchen. Das war bestimmt dieselbe Dame, die uns damals auf dem Engelsburger Treffen alle den Engel geschenkt hat. Das sei? Nee. Das klingt so danach, aber ich weiß gar nicht mehr. Nee. Okay. Und die sagte, unsere Ahnen mögen Süßes. Und jeder sollte dann sein Päckchen reinschmeißen. Ich habe das erzählt, dann war dein Samson dabei und die Reaktion von Samson war, ja, das kann man doch noch essen. Warum muss man das da reinschmeißen? Völlig unverständlich. Ja, völlig unverständlich für ein Kind. Aber das haben alle gemacht. Und was war deine Antwort? Hm? Was war deine Antwort? Warum macht man das? Ja, weil die Ahnen auch was wollen. Die leben ja nicht mehr. Die müssen das, die können das übers Feuer kriegen. Das geht dann in die Luft und dann kriegen die das. Es wundert mich, dass das bei Samson funktioniert hat jetzt, aber gut. Doch, es hat scheinbar funktioniert. Ja, weil er ist ja schon ein Klugscheißer. Ne? Ja. Und er hat mich ja letztens, also übelst, aber egal, komm. Also, wo ich einfach nur sage, okay, ja, du hast recht, du hast einfach absolut recht. Ja, der ist ja auch. Er ist einfach gut. Clever, ja. Verstehst du? Ja, so. Aber das hat... Naja, also ganz gefallen hat ihm die Antwort nicht. Okay. Ja, aber er hat dann. Ich hätte sowas erwartet wie, aber wenn die doch nicht mehr, wenn die doch tot sind, dann werden die das ja wohl kaum noch essen. Ne, essen nicht, aber gut, ich habe eine kleine Diskussion mit ihm gehabt, war nicht. Er hat einen Rückzieher gemacht. Ja, ja. Ehrenhaft. Ja. Ja, und dann haben wir anschließend, das fand ich auch sehr schön, jeder sollte bis in die siebte Generation in seinen Gedanken zurückgehen. Mhm. Bis in diese, also bis sieben Generationen zurück, das sind 128 Menschen, die gelebt haben aus der Ahnenkette. Im Idealfall? Ja. Und wie im Idealfall? Sind es Menschen? Und denen danken dafür, dass sie existiert haben, dass sie da waren, dass wir viel von ihnen übernehmen konnten. Ja. Und dann letztendlich, also nicht nur danken, sondern auch sagen so, ich vergebe auch allem, alles, was ihr gemacht habt, was... gegen Gott gerichtet ist,
Und ich vergebe und ich bitte um Vergebung dafür. Das klingt ein bisschen nach Lazarev, muss ich sagen. Ja. Da weiß ich ja nie, ob das ist das anmaßend. Darf ich überhaupt... Nee. Wenn ich jetzt zu dir sage, ich vergebe dir das, wie würdest du das aufnehmen? Ich vergebe dir wenn dein du, Leben? Nein, nicht also das Leben. Das, was du, wenn was du irgendwas gemacht hast, was sich auch... Es geht um dich, es geht um die Reihenfolge. Es geht von genau. mir zu dir. Also wenn ich irgendwas... Genau, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich in der Ahnenkette weitergegeben habe, ja, dann habe ich dir damit was angetan. Also stimmt, aber es geht mir um die Formulierung irgendwie, ich vergebe dir das, finde ich. Ich vergebe schon, mir und. Ja, mir. Ja, aber ich, also das finde ich schon sehr, also ich finde es manchmal anmaßend und arrogant. Ich bin aber noch nicht drüber, ich weiß, dass man das so macht. Ja. Manchmal finde ich das anmaßend und arrogant. Ja, es klingt so wie ich weiß es besser. Es kann sein, aber eigentlich stimmt es nicht. Es kann ja nur sein, dass es, ich weiß es anders. Ich mache es anders. Oder ich mache... Ich habe aus euren Erfahrungen gelernt. Lernen dürfen. Ja, genau. Das darauf danke hinaus. Dafür. Das hätte ich noch gesagt. Dass also daraufhin ging das raus. Also das haben wir jetzt so nicht gesagt, aber ich habe das dann so für mich gesagt. Ja. Wir haben ja jeder für sich selber gedacht. Weil ich habe es ja nur, deswegen mache ich es ja anders, weil ihr es bereits ausprobiert habt. Ja, und ich eventuell diese Erfahrung mitbekommen habe. Genau, darum geht es. So. Und das, deswegen meine ich, ist das anmaßend. Weil ich sage, also, ich habe auch nicht wirklich die Gedanken wiedergegeben, die ich dabei an diese einen Ahnen hatte. Gut. Alles gut. Ich verstehe das ja. Nur ich komme da wirklich immer wieder über diesen Punkt, weil so oft diese Frage, so, weißt du, diese Verurteilung gegenüber Ahnen existiert, also gerade die im Krieg waren. Also gegenüber Soldaten der SS und so, ne? Und wenn der Vater und Opa dann halt SS-Soldat war, dann lehnt man den ja gerne ab, weil das ist ja also ganz, ne? Und dann kommt immer das, was wäre, wenn ihr dabei gewesen wärt? Genau. Und ich kann dir sagen, ich war dabei. Ich kann dir sagen, ich hätte eine steile Karriere gemacht. Kannst du dir vorstellen vielleicht? Ich hätte eine super steile Karriere hingelegt und weil du damals noch anders warst. Ja. Und ich sag mal. Oder also weißt du, das aber weißt du das, und ich glaube, fast jeder, also die Ahnen waren ja nicht bescheuert. Ja, ne? Nein. Die sind einer Ideologie verfallen und haben sich tatsächlich ködern lassen. Und ich war selber vielleicht auch irgendwann einer meiner Ahnen. Ne? Und das ist halt immer einfach ein Thema, wo ich sage, das finde ich dann manchmal ein bisschen anmaßend, so ich vergebe dir das. Ne? Nein, ich durfte es lernen und dafür danke ich dir. Ja gut. Du drückst es so aus. Finde ich eigentlich effektiv. Ja, also wir haben keine Worte nachgesprochen oder so, sondern jeder hat das für sich einfach gemacht. Mhm. Mit seinen eigenen Worten und ich weiß nicht mal mehr, was ich für Worte benutzt habe dabei jetzt. Ich habe das einfach so getan und wirklich bis... In die siebte Generation. Kennst du die alle? Nein, nicht alle. Aber ich habe bis wohin kommst du? Also ich... Komme. Du hast ja Ahnenforschung betrieben für Heike. Ja, genau. Bis wohin mussten wir zurück? 1874 bist du. 71 hätte man gemusst, oder was? Ne, 75. 75. 74 hat gereicht? Ja, aber da hatte ich nicht das Geburtsdatum. Ja, da habe ich das Sterbedatum, aber nicht das Geburtsdatum. Deswegen ist das Sterbedatum und das Alter. Man könnte quasi darauf schließen, aber es war kein offizielles irgendwie sowas. Genau, da habe ich die Geburtsurkunde nicht. Also bis wohin, welche Generation ist das? Das muss ich eben ausrechnen. Das ist meine Großmutter, Urgroßeltern. Also drei Generationen? Nee. Noch vor den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Vier. Urgroßeltern, vier. Die kennst du nicht, aber da weißt du den Namen theoretisch? Da weiß ich den Namen, ja. Auch nicht von allen, aber nur von einer Linie bisher. Aber hast du auch nur auf, also hast nicht von deinen Eltern gelernt, den Namen? Nein. Oder? Nee. Nein. Und dann noch hinten drei. Noch drei hintereinander, da gehst du schon weit zurück. Ja. Warum die sieben? Warum sind das, also bei Lazarev sind es auch immer die sieben. Warum? Ja? Also, ja. Ach, es sind immer die sieben Generationen. Ich weiß es nicht. Also sie hat das so erklärt, das ist einfach überliefert. Genau, es geht immer darum, also es geht, wenn du viele kennen das ja von mir, wenn ich über Homöopathie spreche, dass ich sage, okay, vorsichtig, ich habe eine gewisse Potenz, weil eigentlich erledigst du zwar auf der körperlichen Ebene das Problem, das stimmt, aber du verschiebst den Grund auf deine Kinder. Und im Extremfall bis in die siebte Generation. Deshalb.
Ja. Und das ist halt Lazarus, es geht nur bis in die siebte Generation nachfolgend. Die achte ist wieder safe. Dann basiert das Ritual, was wir da gemacht haben, tatsächlich auf den, auch auf Lazarus. Genau. Und eigentlich müssten wir unsere Ahnen, und da ist halt die Frage, was ist denn das überhaupt mit diesen Ahnen und war ich mal jemals mein eigener Ahne und so? Warum geht es immer nur um die sieben Zyklen? Die achte ist wieder safe, der ist durch. Mhm. Der ist einfach durch. Der muss das nicht mehr lösen, das Thema. Mhm. Der ist durch. Warum? Weiß ich nicht. Ich meine, der hat dann natürlich neue Probleme, weil der vorher der siebte war. Ne? Ja, so, ja. Aber also von dem ist er ja nicht safe. Ne? Ja, ja. Aber also es ist immer dieser siebener Zyklus. Warum? Ja, alles klar. Auf jeden Fall haben wir das... Wie viele Menschen sind das? 100? 128. Ja. Erklärt sich jetzt mit die Zahl auch nicht? Okay, muss ich mal nochmal nachdenken. Nee, Moment, die Zahl kann ich dir erklären. Ja, das ist mir schon klar. Zwei Eltern, ja. Vier Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern, 32 Ur-Ur-Urgroßeltern, 64 Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern, ja, und dann 128. Mhm. Da kommst du auf die Zahl. Mhm. Habt ihr sonst noch was gemacht? Naja, dann haben wir halt tatsächlich, wir haben geräuchert. Ja, mit was? Mit, habt ihr auch Pilze verräuchert? Nee, aber mit bestimmten Pflanzen, die tatsächlich mit diesem Ahnen-Thema was zu tun haben. Die da wären? Hatten wir bestimmt in der Sendung, aber du kannst es ja hatten wir damals gesagt. Also ist alles Mögliche. Also ja, auf jeden Fall Salbei. Ja, ich weiß nicht, was die drin hatten. Ich sage das jetzt. Mhm. Ja? Ah, du hast, ich habe nicht gefragt, was sie drin hatten. Mhm. Es kann rein... Wacholder kennen wir jetzt. Wacholder, ja. Genau. Wacholder und ich habe es nicht im Kopf. Okay. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja. Sie hatten sich eine extra Räuchermischung dafür gemacht. Und mit welchem Auftrag habt ihr quasi geräuchert? Also ich meine, Räucher macht man ja nicht nur... Nein, er ist wirklich rumgegangen und hat jeden beräuchert und hat gesagt, er segnet alle. Oder jeder segnet sich damit oder so. Barbara meint, es sind mehr als 128. Hast du das nachgezählt? Wieso sind es mehr? Weil sie ja dann noch alle addiert werden müssten. Also 2, 4 sind 6. Wie viel hast du dann? 8 sind es für 14. Verstehst du? 8 Großeltern hast du. 16 bist du bei 40. Dann bist du bei 72. Dann wird mal, ich bin sicher? Im Kopf gerade schwierig. Warte mal, ich muss gerade zwei Zahlen immer. Warte mal, die 8 ist dann so. Ach, du musst das alles noch addieren. Nee, das kann schon hinkommen. Also ich wäre jetzt, also du bist am Anfang, bist du bei Eltern. Mhm. Erste Generation, 2. Ne? Mhm. Dann hast du 4, also hast du 2 plus 4, bist du bei 6. Könntest du mal kurz mitschreiben. Ja, okay, ne? Stimmt. Also 2, 4 hast du, dann hast du 8, dann hast du 16. 32, und dann 64, hast du noch 64, das war's. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 128, genau. Ja. Und dann hättest du ja die noch addiert, ne? Ja. Das sind ja viel mehr. Ja, es sind viel mehr, stimmt. Ja. Sind dann wie viele, haben wir es addiert? 2, 4, 6, 14, 40, 72, 76, 136, 236, 256, 264. Mhm. Okay. Wer wäre ich jetzt? Seid ihr mit 264 einverstanden? ja. Die 8 ist der Übergang zum 9, also die 9, die 8 so gesehen als Limes. Ich, was? Limes-Karte? Limes-Karte. Was ist eine Limes-Karte? Ich weiß es nicht. Ich bin total dumm und sowas, tut mir leid. Ich kann damit auch nicht allzu viel. Und der eine Zyklus ist soweit durch, worauf der nächste aufbaut. Ist aber im Endeffekt klar, ist auch dasselbe Prinzip wie beim Widder. Ist also bei Anfang und das Ende, A und O, Alpha und Omega. Es ist immer das Gleiche. Mhm. Also der Ende eines Zyklus ist der Beginn des nächsten. Ja, ja die Zahlen sind auch, glaube ich, unwesentlich. Ja, also genau. Es geht tatsächlich um die 7 Generationen hinten dran. Ja. Und ansonsten haben wir an dem Tag dann schön gegessen. Jeder hat was zu essen mitgebracht und dann auch Musik gemacht und gesungen. Was ist, was so ist, ja.
Wenn wir gerade beim Thema sind, weil das bei mir ist ja auch mal, ist ja unser Wochenrückblick, ne? Bei mir ist immer was aktuell, ich denke immer wieder, jede Woche denke ich darüber nach, wie ich Musiker finde, um eine neue Kultur zu schaffen. Also weil ich bin halt Musiker, ich bin ja kein Schauspieler. Max, du wirst vorbeikommen, ich bin Schauspieler, wir haben noch ein Projekt offen. Mhm. Ich bin kein Schauspieler, aber Musiker könnte ich mir jetzt, weiß ich nicht, also einfach nur mal ein bisschen Kultur, weißt du, Kultur, dass wir wieder eine Kultur aufbauen. Mhm. Jetzt bin ich dafür natürlich in der Tradition nicht sonderlich bewandert und ich bin moderner Rockmusiker und so, das ist jetzt nicht deine Tradition und nicht deine Kultur und nicht unsere, ist auch nicht mehr, ist wirklich nicht unsere Kultur. Aber ich würde schon, ja, ob man jetzt, ja, kommt ja dann auf die Art der Musik an, die man macht. Aber das würde mich sehr interessieren. Was für einen Stellenwert hat das für dich? Singen, tanzen? Ganz so. Einfach so. Als Kultur schaffen, ja. Oder als Tradition oder als das Ausdruck alles. Oder als. Ist ja witzig, wenn man singt, kann man ja nicht parallel Angst empfinden. Ne? Kennst du das Phänomen, oder? Ja, ja. Ist nicht möglich. Mhm. Finde ich ja faszinierend beim Singen. Ja. Nein, Singen hebt sogar die Grundstimmung ganz massiv, die Grundschwingung. Je nachdem, was man singt. Auch da spielt natürlich eine Rolle, was man singt. Ja. Was ja, hältst du also von dieser... Das war halt so, was ich hier noch so ein bisschen im Nachhinein erzählen wollte. Ansonsten habe ich mich diese Woche damit befasst, hier einiges winterfest zu machen in den Blumenbeeten, ja, auch die Rosen abzudecken, unseren Wein abzudecken. Ja. Und ich habe da ein paar Fotos von gemacht, die kannst du gerne zeigen. Die kann ich dir zeigen, ja. Den Wein, also da, bei uns liegen ja Massen Blätter von den Bäumen, ja. Das ist jetzt unser... Das ist dein Vorgarten sozusagen? Ja, ist der Vorgarten vor meinem Haus. Und da an der einen Pflanze sieht man verstärkt Blätter. Das ist eine kälteempfindliche Pflanze. Der habe ich eine Unterhose angezogen. Ich komme immer wieder auf die Aussage mit der Unterhose. Ich erzähle mal, was das für eine Geschichte ist. Ja. Ja, ich habe mal eine Ausbildung gemacht zur Umweltberaterin. Und das war auch im Oktober und wir gingen, haben in der Mittagspause einen größeren Rundgang gemacht, auch mit dem Referenten. Und dann waren die Leute von der Gemeinde dabei und machten im Park die ganzen Blätter weg. Ja? Waren weg, damals hatte man noch keine Laubbläser, ja? Also sie waren am Rechen alle. Um die Blätter wegzumachen. Und dann sagt der Referent, jetzt ziehen Sie den Bäumen hier die Unterhosen aus. Ja, und ich ziehe Unterhosen an, weil wir haben Laub, haben wir in Massen. Ja. Laubbläser ist ja auch ein schönes Thema. Ne? Kennst du von Reinhard May den Rasenmäher-Song, kennst du das? Ich habe mal gehört, ja, aber also richtig... Aber also Laubbläser und Rasenmäher sind für ihn ja wohl das absolute Graus. Und Laubbläser, ich glaube, wer hat das mal gesagt? Also unsere Gesellschaft, der Laubbläser wäre die Versinnbildlichung unserer Gesellschaft, viel heiße Luft und kein Ergebnis. Ja. Und verbraucht saumäßig Energie dabei. Ja, so. Ja, kannst du mal ein nächstes Bild machen? Ja, aber du warst noch nicht, warst du fertig? Naja, ich habe... Also ausgezogen, genau, da ja, waren wir. Genau. Das sind, also da ist also die Unterhose hier ist, das quasi, sind ne? Zum Beispiel die Rosen, den habe ich Unterhosen gegeben, genau. Mhm. Ja. Und wenn jetzt die Kinder anfangen, das Laub zusammenzurechnen? Das ist ja nicht auf dem Boden, das ist ja im Beet. Da gehen die auch nicht dran, das kriegen die schon gesagt. Mhm. Kannst du mal weitermachen? Hier, und das ist unser Wein. Das ist ein sehr schlechtes Foto, habe ich vorhin noch gemacht. Ich habe es nicht mehr gesagt. Das ist natürlich sehr verwackelt hier, glaube ich. Ja, okay. Also es ist sehr hoch aufgehäufelt. Ja. Das ist unser Wein. Hat der dieses Jahr irgendwas gemacht? Ja, hast du keine gegessen? Ich habe keine einzige. Ja, du wirst nie gucken, weil die Kinder sind dir da weit voraus. Ja, deswegen kriege ich nichts. Ja, was soll das? Ist das ja. So? Das sind Krokusse, die kommen schon raus, weil es so warm ist. Siehst du, da kommt ein Krokus raus. Ja, der sollte sich vielleicht lieber nochmal zurückziehen. Ja, ich hoffe, er geht nicht kaputt. Pflanzen?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Werd mal über, wir hatten es ja, also wir hatten es ja eigentlich immer mit den Apfelblüten und sowas, wenn dann einfach nochmal Frost kommt. Dann ist und auch. Du hoffst halt, dass da vorher mal Regen war oder so, damit das übereist. Mhm. Naja, also ich weiß ich nicht, ob die nächstes Jahr kommen. Werden wir sehen. Ja, nur deswegen habe ich es, ich wollte das mal zeigen, weil da tatsächlich schon Krokusse kommen. Machst du das nächste noch? Ja. Das ist wieder dein Vorgarten. Ich weiß nicht, warum du mir das nochmal geschickt hast. Es gibt noch... Okay. Ah ja, und dann das noch. Ja, die Herbstastern sind natürlich in voller Blüte. Natürlich. Ja. Ja, und die ersten Christrosen blühen. Das sagt mir jetzt wiederum gar nichts. Die kommen in der Regel erst später, also nach dem wirklichen Schnee. Ich habe es ja nicht mit so, also mit Blumen kenne ich ja gar nichts. Weil Gemüse besteige ich ja schon aus, aber also Blumen. Mhm. Gut, wollte ich nur mal zeigen. Und sonst? Ja, ansonsten. Noch was erlebt die Woche? Nö. Bei mir war es das. Bei dir war es das. Ja. Ja. Wir haben. Okay, also ich habe, also ich bin ja, dann, ich kann ja mal erzählen, also ich bin ja, ich habe ja gestern erzählt, ich habe drei in meinem Gürtel drei Löcher gemacht. Ich habe also tatsächlich in meinen Arbeitsgürtel drei Löcher gemacht, damit er mir mit die Hosen wieder passen. Ich habe gestern, vorgestern bin ich fertig gewesen mit dem Hang im Holz, also mit dem, im Endeffekt, also mir ist doch kurz vorher der Schlepper kaputt gegangen, aber wieder repariert. Jetzt liegt noch eine Fuhre im Wald, was eine Fuhre Holz oder zwei. Mhm. Ich habe aber tatsächlich, also gestern mich gewogen. Ich habe bei der Geburt von Julian habe ich 98,5 Kilo gewogen. Mhm. Das ist jetzt ziemlich genau, also etwas über ein Jahr her sind eine, ne? Also ein Dreiviertel. Ja, und was schätzt du gestern? 86,5. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine 8. Das war die Arbeit im. Es ist irre. Ich habe 12 Kilo, ich habe Muskeln aufgebaut und trotzdem noch 12 Kilo verloren. Das ist völlig irre. Das Ergebnis ist, also ich sage jetzt mal, es kam jetzt nicht so raus, wie ich das gerne hätte. Ich sage jetzt mal, man sieht jetzt da unten zum Beispiel, das ist so der Hang, wenn die Seilschaft reingeht. Ne? Ja. Und wir haben halt oben in den Bildern wirklich vom. Uns bemüht, dass es anders aussieht. Ich finde, es kommt nicht so ganz raus. Doch, das sieht man aber. Es sieht doch an. Das obere, ja? Ja, die oberen sind wir. Das sind jetzt. Das ist der jetzige, gerade der Ist-Zustand. Sieht aber ganz anders aus. So, dass wir uns halt bemüht haben, den Hang nicht komplett zu verwüsten. Wir werden jetzt noch ein paar rausnehmen müssen, die da oben auch, aber wirklich dann halt einzeln rausnehmen, weil dazwischen stehen einige andere und unten, das sieht man halt deutlich, da wird halt einfach alles platt gemacht. Mhm. Das war ja der Sinn der Aktion, dass wir sagen, wir versuchen, diesen Hang möglichst zu erhalten. Dass diese Käferbäume raus wollen, ist halt einfach so, es ist auch einfach Fakt, da brauchen wir überhaupt nicht schon mal diskutieren. Yeah. Und natürlich war es für uns auch Brennholz, ne? Klar. Also es sind jetzt so annähernd 30 Meter geworden, irgendwie, die wir da einfach mal, also ich habe mir das einfacher vorgestellt, muss ich gestehen. Es war schon einfach jetzt echte Schinderei. Aber das Ganze hat ja irgendwie auch einen Sinn. Und das Witzige war, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, also mit dem, was wir jetzt reingeholt haben an, ich habe vorhin noch versucht, aber ist egal, mache ich gleich, noch ein Bild zu bekommen von den, von der Saat. Aber also mit dem, was wir jetzt rein, kommen wir vielleicht bis April, habe ich gesagt. Und jetzt ist natürlich, wenn wir jetzt eine nächste Aktion machen, wird es schwierig, ne, weil Schnee und so, wenn ich jetzt nochmal 30 Meter da rausholen soll, weil er hat mir immer nur einen Vertrag für 4 Wochen gegeben, dieser Förster, oder für 6 Wochen sowas. Und ich sage, das schaffe ich nicht, weil es, also wenn der mir jetzt was geben würde, wo ich sage, ich kann im März weitermachen oder so, oder wenn mal kein Schnee da ist oder so, ne, das würde mich schon weiterbringen. Also 30 Meter jetzt in den nächsten 2 Wochen, also nein, ich habe auch nicht nochmal 12 Kilo zu verlieren, das funktioniert gerade nicht. Und auf jeden Fall hat er gesagt, nee, also das kann er mir leider nicht anbieten. Weil wenn dann nochmal so eine Seilschaft käme, dann ist er auch machtlos. Also er kann mir nichts mehr versprechen, was diesen Hang angeht. Wenn sie reinkämen, wäre er, also wir müssen gewaltig mit den Naturwesen arbeiten, wenn sie reinkämen,
würden sie reingehen. Ich soll jetzt mal bis Ende des Jahres noch rausholen, was ich denn so glaube. Also bis dahin habe ich quasi noch freie Hand jetzt. Beim Aufforsten, das war ihm inzwischen schon fast egal. Er ist echt fertig, muss man sagen. Der Forst, hast du dir das mal angeguckt? Dass die verladen das ja wirklich in Schiffscontainer. Ich habe das ja nicht glauben können. Ja, das sind also, die verladen das hier also in einen Schiffscontainer. Der Thüringer Wald wird gerade ausverkauft. Das ist also, ja, aber komplett. Also es ist wirklich, also hauptsächlich gerade federführend eine österreichische, ist egal ob es Österreich, aber eine österreichische Firma, die... war Gespräch am Montag bei unserem Treffen auch. Also ganz massiv im ganzen Thüringer Wald unterwegs ist, eine Autobahn nach dem anderen in den Wald bauen, um diese Schiffscontainer zu verladen. Geht alles nach China. Das geht alles nach China. Es ist wirklich also es ist unglaublich kompliziert. Wenn ihr mal so ein Holzlaster gesehen habt, dann die nehmen meine Sohn will eine Greife, würde sagen. Nein, Greife. Und er will immer, dass wir das Holz mit der Greife abtransportieren. Das ist total kompliziert und dauert ewig. Mit der Hand ist viel schneller, aber er will es mit der Greife. Und die Greife macht dann einfach so und dann ist das auf dem LKW und dann fährt er los. Weil du das Ganze siehst, was die da mit dem Schiffscontainer veranstalten, ne? Und dann musst du dir jetzt vorstellen, dass die da jetzt 60 Euro zahlt, diese Firma, für das Holz, den Meter. Dann verladen die das in den Schiffscontainer. Das dauert ewig, diese Dinger da rein. Ihr müsst euch das angucken, dieses Schauspiel, das ist ewig lang. Das sind fette Bäume. Ja? Und die heben die da so, wenn man Holz gestapelt hat, weiß ungefähr, wie kompliziert das ist, Bäume anständig zu stapeln. Und dann schiffen die das auf einen LKW, der fährt irrsinnig langsam durch den Thüringer Wald, weil es total schwer ist, das Ding. Ja? Und also vom Thüringer Wald, ich weiß nicht, über was das nach China verschifft wird. Ich würde sagen, es muss irgendwo Richtung Nordsee hoch. Wäre jetzt meine grobe Richtung. Aus, ja. Geht vielleicht noch auf die Bahn, wahrscheinlich irgendwo, also irgendwo Richtung Güterbahnhof Erfurt, irgendwo, keine Ahnung, irgendwas, bei ICEs fahren ja hier sonst, also es gibt keine großen Knotenpunkte, also irgendwo Richtung Erfurt, dann auf die Bahn, dann aufs Schiff und nach China, da packen die das Holz aus, ich bin völlig geplättet, also ja, und also dann denke ich halt immer Gaspreisbremse, also die mit Holz, der Staat verdient am Holz, das kann sich keiner vorstellen gerade, das ist unfassbar. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben, und ich habe heute nochmal, also ich sage das jetzt mal, wie formuliere ich das jetzt? Also wir haben eine Lösung gefunden mit dem Förster, er hat gesagt, pass auf, mach es mal einfach. Du meinst mit dem Aufforsten? Mit dem Aufforsten. Ja, ne? Ja, das finde ich genial. Er hat gesagt, mach's mal einfach, und er hat dann gesagt, gehen Sie mal bei Schnee, gehen Sie mal ein bei Google hier, sagt er, Schneesaat Birke. Und dann hat er gesagt, es ist so einfach. Also die streuen halt wirklich Birken aus, ne? Also als Saat, als Säen, die säen aus. Für unsere Fläche hier, das wären so 80.000 Samen ungefähr. Die kosten 130 Euro. Olli, ich weiß nicht, was China mit dem Holz macht. Spanplatten wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Verkaufen es nach Ikea, ich weiß es wirklich nicht. Also Weltwirtschaft funktioniert ja so. Also auf jeden Fall sehen wir dann 80.000 Samen aus auf dieses Stückchen, das ihr gerade hier, also quasi, es geht ja nur, Aufforstung wäre jetzt ja im Endeffekt nur dieser, also oben dieser vordere Teil, ne? Das sind jetzt, sagen wir mal, geschätzte 20 mal 30 Meter oder so ein Quadrat, ne? Grob und ja. Ja, da kommt ja noch was dazu. Geht ja noch. Ja, gut, aber viel geht nicht mehr raus. Also 10 Meter schaffe ich mehr schaffe ich nicht mehr. Und auf jeden Fall können wir die kaufen für ungefähr 135 Euro. Wir haben heute nochmal eine Spende bekommen, anscheinend. Ich habe nicht verstanden, warum mich jemand auf PayPal bezahlt hat für etwas. Ich kenne ihn nicht. Aber es ist keine Spende, also es ist nicht über den Spendenbutton gekommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich nehme es jetzt mal als Waldspende. Und wir haben heute noch per Paket einen schönen 30 Euro bekommen. Als Glückwunsch fürs Kind und 30 Euro für den Wald und so. Also so sammelt sich das gerade, sodass wir im Endeffekt also dieses Saatgut jetzt mal wenigstens mal bezahlen können. Neben unseren Millionen Einnahmen durch Twitch, muss man sagen. Das lässt das Thema. Also es ist tatsächlich so, dass erzähl lieber die Geschichte ist mit den Birken. Und
Ja. Nein, ich erzähle dir noch ganz andere Geschichten, weil es läuft wie blöd. Ne? Ja, ja. Und dann sagt der Förster halt, genau, und dann sagt er halt, also dann streut halt die Birken. Und dann sage ich, ja, und dann müssen wir nichts mehr machen, von wegen jetzt hier Fraß, Schutz und sonstige, was ist da vorgeschrieben? Bei mir kam dann gleich auch Monokultur. Genau. Ja. Aber er hat dann, er hat gesagt, nein, das ist, also es sind so viele, sagt er, dass das, also das Rotwild kann es überhaupt nicht fressen, ist nicht möglich. Weil es zu viel ist. Rot und Damm und es ist einfach zu viel. Mhm. Und genau, also, ne, weil du kannst auch einfach Eicheln und Bucheckern streuen. Genau, wir werden sie ein. Wahrscheinlich, ich würde die Eicheln wahrscheinlich so sehr ehren, dass ich sie vorziehe und dann tatsächlich irgendwann in das Getümmel rein tue, weil die Birken, das wussten wir natürlich, also ich weiß, dass die Birke ein Pionierbaum ist. Genau. Aber das geht um diesen Pionierbaum einfach, weil er sagt, das ist alles andere, ne, als Argument von wegen, es ist eben keine Monokultur. Ja, ne? Weil es kommt alles. Also er sagt, nach 9 Jahren wächst unter den Birken alles. Alles, ja. Also die Birke ist, die Birke, wenn man da so viel von ausgeht, können die Rehe und Hirsche kommen und fressen und fressen und das schaffen sie nicht. Und wenn wir was anderes nehmen, dass die sind genau, scheinbar nicht also, so üppig. Naja, wir könnten halt einfach einen Baum kaufen für 130 Euro pro Stück. Ja. Ne? Und den dann auch noch, also nee, da wäre bei 130 Stück, wäre, also ja, jetzt geht ja, auch das günstiger. Kostet nicht, aber es wären 5 Bäume vielleicht, anstatt einer, anstatt 80.000, ne? Die auch nicht durchkommen, ist mir klar. Aber also auf jeden Fall, das müsste man dann noch schützen und hin und her, weil die natürlich sofort alles kaputt fressen würden. Ja. Das sehen wir ja bei uns also an den Obstbäumen. Letztendlich sät man das als Vorfrucht quasi, also als. Genau. Als Pionierbaum. Genau, und das ist tatsächlich auch ein neues, ich weiß nicht, wie neu es ist, also ich kann es mir jetzt auch nicht so neu vorstellen eigentlich, aber also im Moment wird das viel diskutiert im Forst, ich habe mir das dann eingelesen, im Forst wird das viel, und viel gemacht. Für mich hört das sich sehr logisch an. Was der Förster mir halt gesagt hat, ist, es gäbe es zu kaufen als wie so Seedballs, kennst du das? Also, ne? Im Endeffekt ummantelt, ne? Und dann wirfst du die einfach nur hin, sagt er, und fertig, du hast keine Arbeit. Ne? Mhm. Ich kann die jetzt als Schneesaat, gibt es die, also man muss sie tatsächlich jetzt rausbringen anscheinend, als Schneesaat kann man kaufen, aber eben einzeln, also wirklich lose, 80.000 Samen. Ja, dann gehen wir rum wie früher, halt rum der wie Bauer früher, und ne? Aus. Das müssen wir uns einfach nochmal angucken, aber das wäre jetzt wahrscheinlich dann, ja, das ist also sehr schnell durchführbar, ohne Hilfe. Kriegen wir hin, freue ich mich sehr darüber, dass wir dieses Etappenziel im Endeffekt erreicht haben. Denn durch Spenden, danke, es ist wirklich, also eigentlich fast zusammen, den Rest legen wir dann auch noch drauf. Ja. Finde ich super, super schön, freut mich sehr. Und dass das alles läuft, weil manchmal zweifelt man ja an sowas, wenn man sagt, okay, pass auf, ich habe das mehr, war mir jetzt mehr Arbeit, als ich so erwartet habe. Ne? Aber ich war dann wirklich fertig und saß auf dem Klaus, ne? Und dann ging der nicht an. Ne? Und da kommt das mit rein, mit Lazarev und so. Und dann ging der nicht an. Und anstatt wie früher mich zu ärgern und alles kaputt und klein zu schlagen, habe ich halt irgendwie gelächelt, abgelacht. Dann habe ich gesagt, okay, dann heute nicht mehr. Dann mache ich es halt morgen. Weil es war wichtig, am 31. lief dieser Vertrag aus und ich wollte halt eigentlich am 31.10. fertig sein. Ne? Ja. Also ich sage, weißt du, der wird jetzt nicht am 1.11. hier aufschlagen und mir vorhalten, dass ich das, dann mache ich es halt morgen. Und dann saß ich da noch und lächelte und in mich hinein und habe das angenommen, die ganze Situation, da werde ich halt nicht fertig, es ist mir jetzt egal, ich habe geschuftet wie ein Schwein, um überhaupt an diesem Tag annähernd fertig sein zu können. Ne? Und dann wurde mir dieser Triumph, weißt du, vorenthalten. Ich bin bis heute nicht fertig, bin ich heute nicht mehr reingekommen. Aber auf jeden Fall rief dann, und ich habe dann gedacht, okay, pass auf, jetzt kriege ich das eine noch nicht mal fertig. Ne? Und ich möchte gerne noch ein bisschen mehr, weil bis April ist mir zu wenig, da kann ich im April auf Null laufen und kein Holz mehr haben. Und dann habe ich gesagt, ich muss da so 10, 20 Meter muss ich da irgendwie rausholen, keine Ahnung. Und dann rief Biene an. Ich saß auf meinem Schlepper, habe mir gedacht, wie mache ich das eigentlich alles? Wie soll ich das nochmal machen? Jetzt nochmal Aktion, ach du lieber Gott. Ne? Mir tat alles weh. Und dann rief Biene an. Und hat gesagt, Simon, kann ich nächste Woche bei euch vorbeikommen, ein bisschen Holz mit dir machen? Das ist genau die diesen Hang auch mal retten wollte. Sie hat gesagt, können wir das nächste Woche? Ich sage, Biene, ich bin fertig. Ich sitze gerade auf dem Schlepper, sage, ich bin fertig. Aber ich würde morgen nochmal bei dem Förster anrufen und sagen, wenn du mir sagst, du kommst,
Weil ich sage, 2-3 Tage, safe. Dann fahre ich nochmal morgen zum Förster und kläre das. Und das war wichtig, auch wegen der Birken und allem, das drum und dran ist. Und dann kläre ich das. Und dann hast du auch noch Hilfe angeboten bekommen im Endeffekt oder über dich. Mich hat jemand angeschrieben, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann rufe ich den auch noch an. Dann sagt er aber zufällig, ja, er hat einen Hof. Und also muss mal gucken, wie er sich einen Hof. Also Entschuldigung, ich weiß nicht, was für einen Hof hat, aber wenn sich irgendeiner mit Sägen und Holz auskennt, dann sind das irgendwelche Leute, die Höfe haben. Also auf jeden Fall, er muss sich mal gucken, wie er das freischaufeln kann, aber also Dienstag schafft er jetzt nicht nächste Woche, aber so sage ich, es ist gerade in so einer Freiheit, weil ich jetzt bis 31. Dezember im Endeffekt immer mal, ich kann jetzt hingehen, also ich mache jetzt einen Baum, den fäll ich, ich muss nicht 15 fällen wie vorher, ich mache jetzt einen, den zersäge ich, dann transportiere ich ihn ab, ganz in Ruhe. Ne? Mhm. Fertig. Nicht dieses Druckding, nicht ich muss fertig werden. Wie es vorher war. Wie es vorher war. Und sage ich, dann sind vielleicht, entweder ist es schön, wir gehen mit 1x3 Menschen da rein, oder vielleicht ist 2x2 sogar effektiver, ne? Wenn er später kommt als Bienen und so. Aber da ich gesehen, es läuft. Weißt du? Es war alles im Fluss, es war total im Fluss. Mhm. Und das ist halt die eine Seite mal, da gibt es andere Aspekte immer. Ich habe gestern irgendwie mein Auto, weil du warst, hast du dabei. Auto. Ich habe einfach zu viel Kraft bekommen in diesem Wald. Ich habe die Tür abgerissen gestern von meinem Auto. Wie ich das gemacht habe, ist mir nicht klar. Ist also wirklich kein Scherz. Ich habe einen. Ich unfassbar eigentlich. Ich habe die Tür von einem Bus zugemacht und habe die Tür in der Hand. Und du musst dir diese Schiene, hast du die gesehen? Hast du diese Beule in der Schiene gesehen? Was ist denn das? Zu viel Kraft bekommen in der Aktion. Du müsst aufpassen. Also das war meine Woche. Hat sich da viel, sehr, sehr, sehr viel darum gedreht. Habe ich noch was? Die Woche. Wir haben doch, eigentlich hatten wir doch viel fertig bekommen, die Woche. Ich weiß jetzt im Augenblick nichts. Nee, das war im Endeffekt, aber das fand ich schön. Also, und das bringt uns weiter. Es bringt mich, genau, das wollte ich noch erwähnen, es hat mir gleichzeitig quasi noch wir machen ein Praxisseminar, ne? Also ein absolutes Praxisseminar. Ja. Also wo das es ja quasi sehr um nichts mehr anderes geht. Und das wäre ein Teilaspekt für dieses Seminar wäre. Also die Aussage vom Förster ist, er kann im Endeffekt nichts mehr garantieren, was Holz angeht. Ich habe die Geschichte mit den Chinesen erzählt. Und da wäre es schön, dran zu arbeiten, dass man sagt, okay, wenn Sie sagen, wenn Sie reinkommen, welche Aspekte könnten wir denn jetzt haben, dass Sie nicht reinkommen oder sich vielleicht auch gar nicht reintrauen oder einfach aus irgendeinem anderen Grunde das Gefühl bekommen, dass es woanders besser wäre oder... Das so, ne? Also die praktische Arbeit, das mit einzubinden, hätte ich gedacht, wäre gleich vielleicht auch nochmal fürs Seminar schön als Übungs... Also das war wirklich, das war nicht umsonst, dieser Termin, und ich glaube ihm auch, dass er machtlos ist. Er ist ein feiner Kerl, er ist ein absolut feiner Kerl, und ich glaube, er ist echt machtlos, weil die einfach so viel Geld mit Holz machen. Die holzen echt alles ab, und das muss ja brutale Ausmaße haben. Also ich möchte nicht wissen, wie der Thüringer Wald in 2 Jahren aussieht. Der ist nicht mehr da. Der existiert nicht mehr. Ja. Das ist offiziell, das sagen die dir. Ja. Ganz offiziell. Das sagt dir der Förster, in 2-3 Jahren ist hier nichts mehr. Gar nichts. Und die Frage ist halt, wie schaffen wir das als Hüter dieses Tales, dass hier vielleicht doch noch etwas ist. Wäre also so meine Aufgabe. Für die nächste Woche. Natürlich können wir auch die Naturwesen um Mithilfe bitten. Nicht nur das, wir können es, was wir alles können. Wir werden sehen, was wir können auf dem Praxisseminar. Wie ging es weiter mit der Tür? Wollte Bilder sehen? Komm her, ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Also, das glaubt mir kein Mensch. So, ich zeige dir jetzt ein Bild.
Habe ich dir das nicht geschickt? Da ist doch ein Bild. Das glaubt mir überhaupt kein Mensch sowas. Aber es ist noch nicht mal das, wo er es richtig... Ich könnte jetzt das Handy noch holen, das ist aber leider unten, sonst hätte ich das andere genommen. Diese ganze Scheiße hat sich hier alles... Das ist komplett... Es ist einfach hier aus dieser mittleren Schiene da, die ihr da seht, raus. Die Tür, ich stand 2 Stunden... In der Kälte. In der Kälte. Ich habe wirklich gefroren wie ein Schwein. Es ist nämlich hier schon kalt, abends. Ich musste mich sehr stark beherrschen. Man sieht, ich habe unglaublich an mir gearbeitet. Ich sehe das. Ihr müsst das nicht sehen, aber ich sehe das. Ich habe unglaublich an mir gearbeitet. Ich hätte früher einfach, da war eine Blende. Und ich wusste, wenn ich diese Blende abgeschraubt bekäme, wenn ich einen Schraubendreher hätte, nur einen scheiß Schraubendreher hätte, dann würde ich sie einfach abnehmen und könnte die Tür eventuell wieder einhängen, sodass ich sie nicht die ganze Zeit festhalten muss. Auch da sind wir wieder bei Lazarev, weil ich habe folgende Situation gestern erlebt. Ich stand mit dieser Tür im Endeffekt, also ihr müsst euch das vorstellen, die ist sehr schwer. Und ich stand mit dieser Tür in der Hand eigentlich, also in beiden Armen, außen an meinem Fahrzeug und von innen hat mein 5-Jähriger, der natürlich mit der Situation überhaupt nicht klar kam, er ist ja nun mal emotional ein bisschen gestresst dann immer, der damit überhaupt nicht klar kam und wenn er nicht klarkommt, fragt er. Und das heißt, ich stand mit dieser Tür in der Hand und wusste nicht, ob ich sie ablegen darf oder nicht, stand ich da und habe Fragen beantwortet. Ich habe Fragen beantwortet, ist das unsere Tür? Warum hängt die Tür da draußen? Ist das Auto jetzt kaputt? Und ich stand da lächelnd, habe Fragen beantwortet und hatte diese Tür in der Hand und habe dabei überlegt, was ich als nächstes tue. Und dann ist mir diese Blende aufgefallen und ich habe gedacht, wenn ich sie ganz zärtlich aus dem Weg reißen könnte, könnte ich die Tür vielleicht auch endlich loslassen. Und dann habe ich versucht, einhändig diese Tür festzuhalten, es ein bisschen wegzubiegen und konnte mich beherrschen, es nicht abzureißen. So dass ich sie noch gebrauchen kann und so dass nachher, natürlich hätte ich es nicht alleine wieder eingehängt bekommen, natürlich nicht. Es hat ja alles aus. Ich hatte halt keinen Schraubendreher. Es hatte nur keinen Schraubendreher und keine 4 Hände. Also die Tür lebt. Also der Simon hat. Aber das Problem, nein, das ist kein Scherz. Ich habe den ADAC gerufen, ich bin ADAC-Mitglied und das Problem ist jetzt tatsächlich, dass der mir heute erzählt, also das Problem kennen Sie, er hat noch genau den gleichen Bus, nochmal da stehen mit demselben Problem, also es bin nicht ich als Obelix, ich könnt euch alles leider nicht, es ist nicht so, mit demselben Problem und er kriegt das Teil nicht. Also es gibt leider Lieferprobleme bei diesem, du brauchst diesen Elektromotor da drin, du brauchst den Seilzug, du brauchst alles das, kannst es nicht reparieren, kannst es auch nicht mehr verwenden, du brauchst das Originalteil und es gibt es gar nicht. Das heißt, mein Auto steht still. Mhm. Es steht komplett still und es weiß keiner wie lange. Mhm. Weil das Teil nicht da ist. Ja, und das ist, also ich sag mal nur, ne, da sind wir gerade. Ja. Man glaubt ja nicht, dass sowas passiert. Ja, zum Glück habe ich noch ein Auto, aber du kannst natürlich nicht mehr mit der ganzen Familie irgendwo hinfahren, weil mein Auto zu klein dafür ist. Es ist alles zu klein. Es wäre alles viel zu klein. Ich habe viel zu viele Kinder für so ein kleines Auto. Ja, ja. Gut. Kann man auch die Naturwesen in unseren Wäldern einfach so bitten? Ja, also bitten könnt ihr ja immer. Auf jeden Fall, das tun wir auch. Nicht? Also Jesus, Entschuldigung, ich möchte es zitieren, wer bittet, ne? Dem kann gegeben werden, anderen eigentlich nicht. Ja, ihr könnt uns damit unterstützen, bittet drum. Aber warum denn dieses Bitten? Also ich meine, dieses Leben mit Naturwesen und Bitten, natürlich kann man das tun. Die Frage ist halt, wie erfolgreich sind sie? Vielleicht mag der Yoshi irgendwann erklären, was dieser Austausch mal gebracht hat oder so. Wir könnten dich als Guest Star quasi hier die Sendung nehmen, wenn du willst, habe ich festgestellt. Ich kann jetzt Gäste reinnehmen, wenn ich das möchte. Ah, okay. Also zertifiziert, nein, per SMS akkreditierte User-Accounts, glaube ich, kann ich quasi dazu.
Stellen. Gut. Das wäre, haben wir ja schon mal gemacht. Also wir haben im Endeffekt, ist ja die kurz, haben wir alles schon erzählt bei Naturwissen, guck die Folge Naturwissen. Mhm. Gibt es ja inzwischen bei YouTube. Übrigens tut es mir sehr leid, dass ich die Samhain-Folge nicht mehr geschafft habe. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, habe 3 Folgen geschnitten und habe die, aber ich kam nicht mehr nach, chronologisch gesehen, ich konnte mich nicht dagegen wehren, die Chronologie zu unterbrechen. Aber ich habe die Samhain-Sendung nicht mehr rechtzeitig bei YouTube drin. Und werde es auch heute nicht mehr schaffen und auch die, weiß ich nicht, es ist echt hier Schlag auf Schlag, Großfamilie, lässt grüßen, weiß ich nicht, und dann ist es aber mir ja aufgefallen, dass wir das ja bereits in der Sendung erwähnt haben, dass Samhain, ich habe es nicht gesehen, Samhain ja nun mal nicht an einem Tag stattfindet, also alles das, was du vorhin gesagt hast, findet an einem Tag statt, aber eigentlich es ist ein Zeitraum. Es ist das Ende des Sommers, haben wir festgestellt. Ja. Des Sommers, des Kältes. Oder des Tages, des Jahres. Des Tages. Also nach den Kälten hatte das Jahr eine Tag und eine Nacht und der Tag des Jahres endet. Zusammenhalten. Genau, und das ist aber kein Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt. Nur jetzt, nein. Das ist ein Übergang, natürlich. Das ist ein Übergang, das heißt, diese ganze Zeit, alles das, was du... Die Kontaktaufnahme. Also das kann jeder auch jetzt noch machen. Genau. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Mein Wald rundherum ist auch alles abgeholzt. Ja, es tut mir leid, wir arbeiten dran. Wir haben also wirklich, du kannst die Sendungen ja vielleicht gucken, Keiko 17, ich weiß es nicht. Ansonsten irgendwann bei YouTube. Wir haben also viel dafür getan, dass dieser Wald eben nicht ab, sonst wäre er jetzt bereits abgeholzt. Ja, die wollten nämlich schon rein. Die waren eigentlich schon quasi auf dem Weg. Angemeldet. Und das, was ich hier, dieses Bild, was ich euch ja gezeigt habe, also für alle, die es nicht, dieses untere Bild, das ist der Hang nebenan. Ist direkt das ist daneben. Unser Nachbar sozusagen. Also wir haben keine Nachbarn, aber das ist ein Nachbargrundstück. Und daneben dran, links jetzt davon sozusagen, vom Weg aus unten. Und an dem unteren Bild sieht man, dass die macht, bei denen muss es ganz schnell gehen, die wollen natürlich so viel wie möglich. Die reißen das Bäume da unten. Das ist einfach alles umgeknickt, da wird nichts gesägt. Ja, ja. Also ein bisschen, aber dann, der Rest bricht einfach. Ja, ja. Die brechen das, die ziehen also wirklich und mit Seilen. Und wir machen es wirklich so nach alter Schule ziemlich unten, damit da auch das Deva gehen kann. Genau. Also wir sind halt mit dem Förster in Kommunikation gegangen, haben gesagt, wir wollen das nicht. Und was können wir tun? Mhm. Wenn das einmal durch ist, ist es natürlich durch. Und wie gesagt, der Förster hat getan, was er kann, glaube ich. Aber im Moment weiß der auch nicht mehr, was er noch abholzen soll. Also ich glaube, es ist irre. Es ist absolut irre, was die mit unseren Wäldern machen. Holen wir uns unsere Heimat zurück, hätte Heike gesagt. Ne? Mhm. Versuchen wir das, auf welchem Weg auch immer, holen wir uns unsere Heimat zurück. Das wäre das, was ich als Appell dahinter hätte. Komme ich gleich zu. Holen wir uns das wieder. Nehmen wir die Verantwortung vor Ort in die Hand. Wir sind diejenigen, die vor Ort sagen können, stopp, wir hätten es gerne anders. Wir würden es machen. Mhm. Was in China ist, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Aber hier vor Ort... Mhm. Kann ich es beeinflussen, dass ihr das nach China verkauft? Tut mir leid, aber das war schon immer so. Es ist Lebenswesen. Das muss man echt irgendwann mal begriffen haben, was Lebenswesen ist. Es wird halt verkauft. Und der Chinese zahlt dann am besten. So. Die Folge Lieblingszitat des Hallos von Artus hat eine Länge von über 4 Stunden. Ist das real so? Hat sie nämlich nicht. Es wird so angezeigt, richtig? Und ich weiß nicht, warum. Das sind vier, es ist tatsächlich mehrfach hintereinander. Es ist tatsächlich mehrfach hintereinander. In die gleiche Sendung. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, da ist irgendwas passiert. Ich habe weiterlaufen lassen. Ja, okay. Und dann fing es gleich wieder an. Dann ist das halt so. Aber es irritiert, weil viele gucken sich das gar nicht an, weil sie dann denken, oh Gott, so lange kann ich ja nicht. Ja. Ist halt doof. Ja. Vielleicht kann man das noch weglöschen wieder dahinter. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich kapiere das nicht. Ja, ich weiß. Also ich habe extra weiterlaufen lassen. Ich hab immer vorgespult, aber wieso, es läuft doch nur eine Stunde. Ich habe es wirklich probiert. Ist doch gleich. Die Zahl. Es sind immer nur 20 Minuten weitergesprungen. Bis auf irgendwie, und ich habe es nicht kapiert. Mhm. Also ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe die Zahlen nicht interpretieren können. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es natürlich nicht 4 Stunden geguckt. Mhm. Okay, ja. Wir machen in der Regel eine Stunde. Euer Problem, würde ich sagen.
dass diese Sendung auf YouTube ist, es ja eh eine Ausnahme eigentlich. Dieser Gesprächsabend war eigentlich nie aufgezeichnet. Ja. Aber den können wir ja jetzt aufzeichnen, weil wir keine Kamera mehr haben, sondern quasi drauf, die euch aufnehmen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ich werde jetzt meine Kinder ins Bett bringen. Ja, dann sind wir für heute fertig. Aber es interessiert mich immer, weil also es ist sehr schön, also vielen Dank für die Kommunikation hinten dran, also für solche Berichte, dass man tatsächlich nochmal drauf kommt. Ich habe diese Hefte gelesen und ich weiß, worum es geht. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Und auch, was habt ihr, Samhain? Welche Rituale habt ihr? Wie macht ihr das? Würde mich sehr interessieren. Kann man immer noch drüber sprechen, weil es ja noch nicht vorbei. Mhm. Was haben wir nächste Woche Dienstag? Was ist das, dein Talusabend? Ja, Talusabend. Talusabend. Da kann ich wieder aufnehmen, 4 Stunden. Nein, 1 Stunde oder 1,5. Möchtest du, ihr könnt also für nächste Woche schon Fragen stellen? Ja, also gerne, wenn vorher Fragen. Benutzt sind, unsere Kanäle, wirklich. Also mir ist es ja egal, aber es ist Kommunikation. Ihr könnt gerne vorher schon stellen, dann kann ich mich da, dann habe ich die passenden Bücher dabei. Das ist eine Antwort, meinst du? Kannst du was ausdenken? Die Antwort weiß ich auch so. Aber dann kann man das genaue Zitat zum Beispiel benutzen. Alles und gut. So weiter. Das hilft. Also ich hab die Inhalte der Talus-Bücher, die sind hier. Ja, yes, hast du schon mal drüber gesprochen, meinst ja. Ein oder andere Mal. Ja, ja. Gut, vielen Dank. Ja. Dann sehen wir uns am Dienstag. Abonniert, wenn ihr es werbefrei sehen wollt. Wenn ihr es euch in der Aufzeichnung angucken wollt, ohne 4 Stunden, weil das ist die originale Aufzeichnung. Also da wäre es nicht passiert. Auf Twitch hättet ihr keine 4 Stunden Talus gucken müssen. Ist ja auch keiner. Wenn es euch gefallen hat, Dankeschön für alle, die zwischenzeitlich witzigerweise abonniert nie jemand während der Sendung, immer danach. Ja. Und ich kann mich nie dafür bedanken, aber an alle, die es getan haben, vielen Dank. Ja, bis nächste Woche, Dienstag. Genau, da ist Talusabend wieder. Da ist Talusabend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.